Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Malteser, liebe Gäste, lieber Franz. Das ist heute kein Wochenjubiläum, habe ich eben gehört, sondern ein Dreifachjubiläum. Und ich habe mich schon gefragt, was ist denn heute Abend stärker zu gewichten? Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die Malteser das 10-jährige Jubiläum und auch den Anbau hier nur dazu genutzt haben, um den Franz langsam zu feiern. Würde man Franz fragen, was ist denn für dich das Wichtigste heute Abend? Dann hätte er leicht sich räuspernd gesagt, natürlich das 10-jährige Bestehen. Davon bin ich auch überzeugt. Und ich glaube, lieber Franz, das ist auch deine Eigenart, dass du dich in den Dienst einer Sache stellst, ganz getragen von einer tiefen Überzeugung. Und es ist nicht aus der Luft gegriffen, wenn ich sage, vermutlich gäbe es das Ganze hier nicht, wenn es dich nicht gäbe. Ich denke, jeder wird dich vermutlich anders erfahren und auch anders kennen. Ich habe heute Abend einfach mal beschlossen, zwei Eindrücke, die ich so von deiner Persönlichkeit habe, und mittlerweile sind wir ja auch ganz gut miteinander befreundet, kennen wir uns auch ganz gut. Nur zwei Eindrücke, ich habe viele, heute Abend wiederzugeben. Der erste Eindruck, er hat etwas mit deinem Namen zu tun. Nicht so sehr mit deinem Nachnamen, sondern vielmehr mit deinem Vornamen, Franz. Über deinen großen Namenspatron Franz von Assisi existieren unzählige Legenden. Ich bin überzeugt, es dauert nicht lange, dann existieren auch von dir Legenden. Und eine der schönsten Legenden über Franz von Assisi ist aus den sogenannten Fioretti San Francesco, den sogenannten Blümelein des heiligen Franz, die Legende von der Zähmung des Wolfes. Ich weiß nicht, vielleicht kennt der eine oder andere diese Geschichte, ich erzähle sie einfach mal ganz kurz, und sie hat etwas mit Franz auch zu tun. Zur Zeit, als ich Franz, nicht Franz Langsdorff, sondern Franz von Assisi, in der Stadt Gubbio aufhielt, verbreitete ein großer, grimmiger Wolf Angst und Schrecken in der ganzen Stadt. Und er verschlang nicht nur die Tiere, sondern fiel auch Menschen an und dehnte seine Raubzüge schließlich bis zu den Stadttoren aus. Und jeder, der die Stadt verlassen wollte, der musste sich erst einmal bis zu den Zähnen bewaffnen. Aber niemand war diesem schrecklichen Wolf gewachsen. Und schließlich traute sich ihm keiner mehr, die Stadt zu verlassen. Und dann sagte Franz, ich nehme mich dieser Sache an. Obwohl ihm jeder sagte, lass die Finger davon, das ist viel zu gefährlich. Und mit seinem ganzen Gottvertrauen ging er an die Sache, machte das Kreuzzeichen und verwies von einigen Gefährten, die zunächst noch sehr mutig waren, die Stadt. Aber die bekamen sehr schnell auch Angst und sagten, nee, wir gehen da nicht mehr mit. Aber Franz ging weiter. Er ging dorthin, wo er hoffte, dem Wolf dann auch zu begegnen. Und aus der Ferne konnte man beobachten, wie der Wolf mit seinem offenen Rachen auf Franz zustürmte. Der bekreuzigte sich und sprach zu dem Wolf ganz sanft. Komm näher, Bruder Wolf. Im Namen Christi befehle ich dir, weder mir noch irgendjemandem etwas Böses anzutun. Das war ein Wunder, denn kaum hatte Franz gesprochen, da wurde der Wolf ganz zahm. Er machte seinen Rachen zu und legte sich wie ein Lamm zu den Füßen von Franz. Die Legende erzählt noch ganz breit dann auch weiter, wie der Wolf dann wirklich auf Dauer auch lammfromm wurde, er hat niemandem mehr etwas getan und schließlich ist er an Altersschwäche gestorben. Lieber Franz, du ahnst vermutlich, ich vergleiche dich nicht mit dem Wolf, sondern mit dem heiligen Franz. Auch du bist ja in der Regel kein lauter Zeitgenosse. Du kannst sicher auch mal laut werden, das kann ich mir auch vorstellen, aber ich erlebe dich eher als jemand, der doch die leisen Töne auch beherrscht. Und da ähnelst du deinem Namenspatron ganz gewaltig. Auch du kannst Menschen heute noch bewegen, positiv zu sein. Ich finde das eine der wichtigsten Eigenschaften für Menschen überhaupt, positiv zu denken, positiv zu sein.
und das Positive auch in den Vordergrund zu stellen. Ich habe das gerade auch erlebt, als ich zu Beginn des Jahres mit den Ehrenamtlichen der Malteser in Marienstadt gewesen bin, wie sehr du integriert warst. Da waren fast lauter junge Leute, auch ein paar im mittleren Alter, ich gehöre dir auch dazu, aber du warst mittendrin. Du betrachtest es immer noch als eine deiner großen Aufgabe, Frieden zu stiften und das Positive zu sehen. Und ich glaube, das ist ein Segen, nicht nur für die Malteser, sondern für uns alle. Wenn es sein muss, zählst du auch Wölfe. Inmitten vieler Menschen, die viel jünger sind als du, das ist für mich auch eine faszinierende Erfahrung gewesen, bist du jemand, der akzeptiert und nicht nur das, der wirklich auch respektiert wird. Und ich glaube ganz fest, du verdienst auch Respekt, so wie ich dich kenne. Das ist das eine, dein positives Denken. Erhalte dir das und halte es noch möglichst lange. Und zweiter Eindruck, den ich von dir habe, lieber Franz, ist der, du bist ein Mann der Kirche und du bist auch ein Mann der Domgemeinde. Das klang eben schon auch in der Ansprache des Oberbürgermeisters an, dass du in vielen kirchlichen Gremien warst, aber du bist vor allem auch ein Mann der Domgemeinde. Die Malteser verdanken dir sehr viel und auch deinem verstorbenen Bruder. Ihr wart ja beide sozusagen auch die Antriebsfedern, dass es die Malteser heute überhaupt gibt. Und gerade vor einigen Wochen haben wir das 50-jährige Jubiläum unseres Jugendheimes gefeiert. Wir haben uns natürlich gefragt, wer weiß da etwas und wer kann da mithelfen, damit es auch geschichtlich eine anspruchsvolle Veranstaltung wird. Wir sind auf dich gekommen, Franz, und du hast wirklich auch so viel an Wissen auch mitgebracht, dass dieses Jubiläum wirklich auch zu einem schönen Jubiläum geworden ist. Ich habe auch noch in Erinnerung, das ist auch noch nicht so lange her, wo du dich in der 72-Stunden-Aktion der Jugendlichen, wo Jugendliche 72 Stunden lang ein soziales Projekt gemacht haben, hier in Wetzlar, der Bürgermeister Lattermann ist auch hier, der hat das damals auch miterlebt, wo du dich als Pate bei Jugendlichen zur Verfügung gestellt hast. Und für dich hat der Zeitfaktor überhaupt keine Rolle gespielt. Du warst für die jungen Leute da, mit Haut und Haar, könnte man sagen. Als Ortsseelsorger wünsche ich den Maltesern, dass ihr Zentrum, und ich bin ja eigentlich auch Malteser, muss ich dazu sagen, ich bin ja euer Ortsseelsorger, dass die Malteser für dieses Zentrum wirklich ein Zentrum bleibt, das lebendig ist und wo das erfahrbar ist, was das Evangelium Nächstenliebe nennt. Glaube ich, ganz, ganz wichtig, gerade auch für unsere kirchlichen und christlichen Verbände, dass wir nicht einfach nur vom Namen her christlich sind, sondern dass das auch erfahrbar wird, dass hier etwas geschieht, was zutiefst auch mit unserem Glauben zu tun hat. Hier, Franz, sage ich im Namen der Domgemeinde, im Namen des pastoralen Raumes, natürlich auch in meinem Namen und auch im Namen des Caritasverbandes, ich bin ja auch Vorsitzender des Caritasverbandes, ein ganz herzliche Grüße bestelle ich dir und wünsche dir vor allem, dass du so bleibst, wie du bist. Ich sage natürlich immer, bei manchen Menschen ist es schön, wenn man sich ändert, wenn doch etwas wird, das meine ich damit nicht, aber es gibt einen Kern im Menschen, ich denke, der muss bleiben, wie er ist. Und das ist bei dir ein sehr guter Kern. Vor allem aber wünsche ich den Maltesern, dass du ihnen noch lange erhalten bleibst. Dir Gottes Segen zu deinem 50. Geburtstag und alles, alles Gute. Wenn der Oberbürgermeister eben ein Geschenk mitgebracht hat, ich habe auch eins mitgebracht. Ich habe unseren Domorganisten mitgebracht, der heute Abend die musikalische Gestaltung auch übernommen hat. Aber du wolltest ja keine Geschenke haben und deshalb denke ich, das wichtigste Geschenk ist, gute Worte dir zu sagen und dir auch nochmal zu bestätigen, dass du ein ganz wichtiger Mensch nicht nur in Wetzlar bist, sondern auch für die Christen der Domgemeinde und viele, viele andere. Noch einmal Gottes Segen und eine schöne Feier heute Abend. Sie soll sozusagen dann dir nochmal Motivation und Schwung geben für das weitere Leben. Ja, herzlichen Dank, Peter. Deinen Worten kann man einfach nichts hinzufügen. Du kannst es einfach perfekt.
Dinge und Gefühle ausdrücken, die auch uns bewegen. Herzlichen Dank.